Mein Name ist Wolfgang Obenland. Ich arbeite beim Forum Umwelt und Entwicklung zur internationalen Chemikalienpolitik und darf Sie recht herzlich begrüßen hier zu unserer kleinen Veranstaltung. Es ist eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Wir haben insgesamt 5 kleine Talks vorbereitet. Wir machen das gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, mit Health and Environment Justice Support oder kurz HAY Support, mit dem Pestizid-Aktionsnetzwerk Deutschland, kurz PAN, und mit Women Engage for a Common Future. Wir werden in dieser kleinen Reihe so bis Mitte Juni, im groben Abstand von 14 Tagen, aber manchmal sind die Abstände auch kürzer, einige Themen aus dem breiten Gebiet der internationalen Chemikalien und der nationalen Chemikalienpolitik auch bearbeiten. Das machen wir deshalb, weil wir der Meinung sind, dass das ein Thema ist, das noch viel zu wenig in der öffentlichen Aufmerksamkeit angekommen ist. Das ist jetzt durch die Covid-19-Pandemie auch nicht besser geworden. Dabei ist es aber so, dass es hier um ein Thema geht, das auch national genauso wie global von großer Bedeutung ist. Es ist nun mal so, dass viele Millionen Tonnen künstlicher Stoffe wirklich jeden Tag hergestellt werden, teilweise in die Umwelt entlassen werden, teilweise in unsere Körper eindringen können. Und es gibt einfach in diesem ganzen Bereich noch viel zu wenig Problemwahrnehmung und dann auch anschließend daran auch viel zu wenig Regulierung. In der Antwort auf eine kleine Anfrage hat die Bundesregierung erst vor wenigen Wochen im März darüber informiert, dass für die Bundesrepublik ungefähr 25.000 Stoffe registriert sind, die hier also in industriellen und sonstigen Prozessen Anwendung finden dürfen. 25.000 verschiedene Stoffe. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass zumindest, wenn wir uns die internationalen Konventionen im Chemikalienbereich angucken, gerade mal 64 von diesen Stoffen global wirklich auch streng reguliert werden. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass natürlich nicht alle 25.000 dieser registrierten Stoffe, die in Deutschland eingesetzt werden oder zumindest registriert sind, auch gefährlich und giftig sind, gibt es doch hier ein Riesenmissverhältnis zwischen der Zahl der Chemikalien, die wirklich auch gesetzlich reguliert werden, und denen, die eingesetzt werden. Eine andere wichtige Zahl ist, dass zumindest die Weltgesundheitsorganisation davon ausgeht, dass jährlich, global gesehen, mehr als 1,6 Millionen Menschen an den Auswirkungen gefährlicher Chemikalien sterben. Also nicht nur verletzt werden oder krank werden, sondern tatsächlich daran sterben. Die massive Verwendung von Chemikalien und vor allem auch der massive Verbrauch von Rohstoffen zur Produktion von Chemikalien, der unkritische Umgang mit Chemikalien, auch in Konsumgütern und so weiter, gefährdet also das ökologische Gleichgewicht des Planeten und damit, weil wir gehören ja auch zum Ökosystem des Planeten Erde, uns und alle weiteren Bewohnerinnen dieses Planeten. Es ist nun so, dass es einen internationalen Prozess gibt, der sich mit diesen ganzen Fragekomplexen so ein bisschen beschäftigt. Das ist ein Prozess, den gibt es seit 2008 unter dem schönen Titel, ich sage es mal auf Deutsch, unter dem strategischen Ansatz zum internationalen Chemikalienmanagement oder dem Strategic Approach to International Chemicals Management, kurz SICEM. Dieser Prozess hatte zum Ziel, bis 2020 zu einem nachhaltigen Umgang mit Chemikalien insgesamt und global zu kommen. Da dieses Ziel aber offensichtlich nicht erreicht ist, wird gerade oder zumindest wurde in den letzten Monaten darum gerungen, ein Folgeabkommen dafür aufzusetzen, das unter dem Schlagwort SICEM Beyond 2020 diskutiert wird. Da ist es nun so, dass der tatsächliche Verhandlungsprozess gerade wegen der Covid-19-Pandemie ausgesetzt ist und aber trotzdem auf allen möglichen Ebenen in Diskussionsforen fortgesetzt wird. Und dazu möchten wir eben auch mit unserer kleinen Veranstaltungsreihe, zumindest hier in Deutschland, einen kleinen Beitrag leisten. Das erste Thema, dass wir uns auf die Agenda geschrieben haben, ist das der endokrinen Disruptoren. Zwei schwierige Worte, die aber schlicht und ergreifend sagen sollen, es geht um hormonell wirksame Stoffe. Mehr dazu werden uns gleich 3 sehr kompetente Referentinnen erzählen, die aber auch nicht nur darüber reden wollen, was endokrine Disruptoren sind, machen und können, sondern auch darüber, wie wir uns vorstellen, dass mit diesen Stoffen umzugehen wäre in der Zukunft. Ich bin sehr glücklich, heute 3, wie gesagt, sehr kompetente Referentinnen begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen, und das wird gleich auch unsere erste Sprecherin sein, Susanne Smolka vom Pestizidaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo Susanne. Das ist Sascha Gabison von Women Engage for a Common Future. Und last but not least, Alexandra Carterbow von der großartigen Organisation HAY Support. Alexandra Carterbow wird gleich die Präsentation mit Ihnen teilen, aber die erste Sprecherin wird sein Susanne Smolka. Alex, bitte, und Susanne, legt doch einfach los. Genau, und wie gesagt, Sie dürfen gerne schon Fragen und so weiter in den Chat schreiben. Wir versuchen, die zu sammeln und dann im Anschluss an die Präsentation
gesammelt, so ein bisschen organisiert zu stellen. Vielen Dank. Ja, danke Wolfgang. Ich begrüße auch ganz herzlich Sie zu unserem ersten Mittagstalk zu Hormongiften, endokrine Disruptoren. Wir starten damit, kurz beschreiben, was es damit denn auf sich hat. Und das machen ich und Sascha Gabizan von WECF. Und am Anschluss wird dann Alexandra Katerbo unser Forderungspapier vorstellen, den wir drei Organisationen aufgestellt haben. Wir sind Mitglieder des EDC Free Europe. Das ist eine Allianz aus sehr vielen europäischen NGOs, die sich schon seit Jahren dafür einsetzen, dass die Politik endlich handelt und dass wichtigste Ziel ist, wir möchten nicht mehr mit diesen gefährlichen Chemikalien in Kontakt kommen. Die sogenannte Exposition für Menschen und Umwelt muss deutlich reduziert werden. Und das ist unser Anliegen schon seit Jahren. Und ich starte mal damit zur Definition. Also es gibt eine Definition, was sind endokrine Disruptoren? Das ist also eine körperfremde Substanz oder ein körperfremdes Gemisch, das die Funktion des Hormonsystems verändert, bei Menschen und bei Tieren, und dadurch nachteilige Gesundheitseffekte im Individuum, bei seinen Nachkommen oder in der Population verursacht. Das große Problem bei diesen endokrinen Disruptoren ist, dass sie quasi eigene Hormone imitieren, und zwar in Konzentration, wie auch die körpereigenen Hormone wirken. Wir reden hier also um ganz, ganz niedrige Dosierungen im Nanogrammbereich, die dann Einfluss nehmen können auf ganz wichtige Entwicklungsprozesse von Hirn und von Organen. Und das ist natürlich besonders problematisch für das ungeborene Leben, wenn Föten damit in Kontakt kommen. Zu diesen Gesundheitseffekten wird Sascha Gabizan gleich noch mal mehr erzählen. Das zweite Problem bei diesen endokrinen Disruptoren ist, dass die gesundheitlichen Effekte Jahrzehnte erst später möglicherweise erst sich manifestieren, zum Beispiel in Hodenkrebs, in Brustkrebs oder in anderen metabolischen Erkrankungen. Da ist das Problem, dass man Ursache und Wirkung sehr schlecht in Verbindung bringen kann. Und das ist eine sehr große Herausforderung, nicht nur für die Wissenschaftler, natürlich auch für die Regulierungsbehörden. Ein drittes Problem ist, dass es manchmal in sehr geringen Dosen stärkere Effekte gibt als bei höheren Dosen. Also die Dosis macht das Gift, nach Paracelsus, ist gar nicht so, ist nicht passend bei diesen Stoffen. Historisch betrachtet wurde die Wissenschaft aufmerksam in der Umwelt, nämlich weil DDT, Pestizide, Anti-Fouling-Beschichtung für Schiffsrümpfe, die haben Auswirkungen gehabt auf Populationen. Wir sehen hier eine Abbildung, das Geschlechterverhältnis von Fischen ist durcheinander geraten. Auf Agrarflächen gab es ganz viele Amphibien mit deformierten Genitalien, Eisbären, die Zwitter sind und sich natürlich nicht vermehren können. Das ist historisch so gewesen, und daraufhin wurde 1999 eine EU-Strategie zu endokrinen Disruptoren ins Leben gerufen, und es wurde gesagt, dass alle Gesetzgebung in der EU diese endokrinen Disruptoren mit berücksichtigen müssen. Was ist bislang passiert? Nächste Folie bitte. Also 2006 hat REACH, also die Chemikalien-Gesetzgebung für Industriechemikalien, gesagt, also wenn es Hinweise gibt auf diese Eigenschaft von Chemikalien, dann muss es eine Zulassungsprüfung geben für diese.
Und dann kam anschließend 2009 die neue Pestizidverordnung und 2012 die neue Biozidverordnung, die erstmals überhaupt Verwendungsverbote reingeschrieben haben für solche Stoffe mit endokrin schädigenden Eigenschaften, die für den Menschen schädlich sein können oder eben die schädliche Auswirkungen auf Organismen haben können. Was ist bislang passiert? Es gab ganz, ganz viele Verzögerungen, bis dann 2018 endlich zu entsprechenden Unterverordnungen kam. Und bislang ist ein Biozidprodukt als endokriner Disruptor identifiziert worden und ein Pestizid ist verboten worden, allerdings, weil es auch noch reproduktionstoxisch ist und so. Wir haben hier ganz große auch Transparenzprobleme, wo wir sagen, was wird gerade geprüft, was sind verdächtige endokrine Disruptoren. Hier nochmal eine kurze Abbildung. Diese Pestizide sind überall, eine Analyse von Pan-Europe, wo endokrine Pestizidrückstände in welchen Lebensmitteln zu finden sind. Das übersetzen wir auch gerade ins Deutsche. Und es gab eine Analyse von Grasproben auf Spielplätzen, wo auch die Hauptzahl der gefundenen Pestizide verdächtig sind, endokrine Disruptoren zu sein. Und jetzt möchte ich gerne zu Sascha überleiten, die noch mehr über vulnerable Gruppen und Gesundheitsauswirkungen sprechen wird. Dankeschön. Danke dir, Susanne. Danke, Wolfgang. Guten Tag an alle. Ich bin die Sascha Gabison, die internationale Direktorin von WECF. Und wir arbeiten schon seit 20 Jahren an einer gesunden Umwelt und haben uns schon länger mit diesem Thema von hormongefährdete Stoffe beschäftigt und tatsächlich gerade auch aus dem Blickpunkt der Frauen und Kinder, weil wir als Frauennetzwerk zu diesem Thema uns sehr Sorgen machen. Und wie die Susanna schon gesagt hat, gibt es tatsächlich diese Wirkung, die sehr breit verbreitet ist, weil Hormone haben nicht nur einen Einfluss auf, wenn wir uns verlieben auf jemanden, aber haben einen Einfluss überall im Körper. Das geht von Allergien über Asthma, über Fruchtbarkeitsstörungen. Diabetes wird damit in Verbindung gebracht, ADHS wird damit in Verbindung gebracht, Fettleibigkeit, neurologische Erkrankungen, Brustkrebs und Fehlbindungen der Geschlechtsorgane. Und wie wir wissen, ist es deswegen oft auch sehr schwierig nachzuweisen, dass es einen direkten Bezug gibt zu diesen Chemikalien. Ich möchte gerne zwei Beispiele nennen von Gesundheitseinflüssen. Erstmal Unfruchtbarkeit. Es gibt gerade wieder eine neue Studie und ein neues Buch von Dr. Sana Swan, der sich auf diesem Thema spezialisiert hat. Das heißt Countdown, worin sie die allerletzte und neueste Daten zu dem Rückgang der Spermienqualität darstellt. Und wir haben immer noch eine sehr besorgniserregende Situation. Weltweit geht die Fruchtbarkeit runter in die letzten 50 Jahren um mehr als 50%. Und wie es so aussieht zurzeit, ist die Situation nicht dabei, sich großartig zu verbessern. Es könnte ja sein, dass dann in der Zukunft die meisten Familien nur noch mit medizinischer Hilfe Kinder bekommen können. Und ich würde Ihnen sehr raten, dieses Buch auch anzuschauen. Eine der Zitate, die ich gerne mache, ist, dass der gefährlichste Raum für deine Fruchtbarkeit ist nicht die Küche, aber sind die Küche und das Badezimmer und nicht das Schlafzimmer. Und weil gerade in unserem Haushalt auch viele Chemikalien benutzt werden, in der Küche und im Badezimmer, die EDCs enthalten können. Next slide, bitte. Ein anderes Beispiel ist der Einfluss auf Krebsarten. Auch hier machen uns sehr Sorgen. Die globalen Daten zu Krebs von WHO, die wir jetzt in ein Diagramm für euch da aufgezeichnet haben, sind immer noch sehr erschreckend, gehen sehr schnell hoch.
obwohl wir etwas besser die Todesrate jetzt runterkriegen können, ist es trotzdem noch stark ansteigend. Und gerade auch dieses Jahr wieder hat WHO gesagt, dass Brustkrebs inzwischen Lungenkrebs als die weltweit am häufigsten diagnostizierte Krebsart überholt hat, weltweit. Ja, es gibt Länder, wo es sehr schnell zunimmt. In manchen europäischen Ländern ist es etwas stagnierend. Trotzdem bleibt das eine sehr besorgniserweckende Situation und gerade auch Brustkrebs bei jüngeren Frauen, so Prämenopause, nehmen wieder zu. Und auch das könnte zusammenhängen mit unter anderem auch Einflüsse von Chemikalien, die EDCs drin haben. Wo findet man diese EDCs? Die sind ja leider immer noch in ganz viele Produkte, weil wir die Gesetzgebung noch nicht so weit haben, dass wir diese EDCs aus die meisten Produkte halten können. Sie stecken in Lebensmitteln, in Plastikprodukte, in Verpackungen, Takeaway-Kartons, wenn ich Pizza hole, in Textilien, in Spielzeug, in Möbel, in Kosmetik, in Reinigungsmittel, in elektronische Geräte, in Renovierungs- und Baumaterialien. Aber auch über Pestizide kommen sie auch in die Nahrung rein oder über, in die Luft, aber auch über die Muttermilch oder die Plazenta. Kommen Sie in Kontakt mit uns und unsere Kinder. Und wir sind alle damit in Kontakt. Wir, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und leider ohne es zu wissen und ohne, dass wir viel tun können. Ihr könnt euch aber informieren. Wir haben uns auf unserer Webseite mehrere Publikationen zu den verschiedenen Produkten und was man da, wo man da aufpassen kann und was man da anders machen kann. Nächste Slide bitte. Und natürlich haben wir auch verschiedene Phasen im Leben, wo wir, wenn wir EDCs ausgesetzt sind, auch schneller negative Gesundheitsfolgen haben. Ja? Bei Frauen in dem weiblichen Lebenszyklus, während der Pubertät, während der Schwangerschaft, während der Menopause. Aber es kann auch über Genderrollen oder durch dem Arbeitsumfeld, Ehe bei Frauen oder bei Männern eine Exposition geben, zum Beispiel Frauen, wenn sie mit Reinigungsmaterialien arbeiten oder Frauen, die in bestimmten Branchen arbeiten. Ja, 400% mehr Brustkrebszunahme bei Frauen, die in die Plastikindustrie gearbeitet haben in Amerika, also eine Studie dazu. So, es gibt da auch wirklich soziale Rollen, die einen Einfluss haben können, oder Arbeitsverteilung, die da einen Einfluss haben können. Und Kinder natürlich sind zusätzlich gefährdet. Die bekommen schon über dem Gebärmutter hormonwirksame Stoffe rein. Und die Pressemitteilung von UBA aus dem Jahr 2020 sagte, dass fast alle Kinder und Jugendliche in Deutschland Plastikrückstände im Körper haben. Und leider sitzen in viele Plastikprodukte auch hormonwirksame Gifte, unter anderem PFOS. 100% alle Kinder mit PFOS belastet und 86% mit PFOA. Also wir müssen uns richtig Sorgen machen und deswegen müssen wir jetzt auch was tun, mehr tun, als wir bis jetzt gemacht haben. Und deswegen gebe ich jetzt weiter an Alexandra Ketebau. Vielen Dank. Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Alexandra Ketebau. Ich bin Co-Direktorin von Hey Support. Ja, wie Sascha gerade schon gesagt hat, jetzt muss was getan werden. Wir haben gesehen, EDCs sind gefährlich für Umwelt und Gesundheit, schon in geringsten Mengen und sie sind überall. Die Frage ist jetzt, was macht Deutschland, was macht die Bundesregierung, um uns zu schützen? Und ich habe hier mal eine kleine Übersicht erstellt, die zeigt, was machen andere Staaten, was macht Deutschland. Also wir haben zum Beispiel in Frankreich schon den zweiten nationalen Aktionsplan mit Maßnahmen wie zum Beispiel ein Label auf Verbraucherprodukten, das sagt, hier, Achtung, hier sind EDCs drin. In Dänemark haben wir eine Aufklärungsbroschüre der Regierung für Schwangere, worauf sie achten soll. In wiederum in Frankreich, aber auch in anderen Ländern gibt es nationale Gesetzesinitiativen, die zum Schutz beitragen. Und andere Länder zeigen ein deutlich besseres Abstimmungsverhalten in EU-Gremien als Deutschland. Sie sehen also, Deutschland hinkt hinterher und das soll sich jetzt ändern. Wir gemeinsam, also wir, das sind Pan Germany, WCF und Hey Support, wir haben ein
einen Forderungskatalog aufgestellt. Wir fordern nämlich einen nationalen Aktionsplan für EDCs in Deutschland. Und wie genau unsere Forderungen aussehen, werde ich Ihnen jetzt gleich vorstellen. Sie sehen hier und auch in der Chatbox den Link zu unserer Aktionswebseite. Da können Sie sich auch gerne als Unterstützer und Unterstützerin eintragen. Ja, wir fordern von der Bundesregierung einmal, dass sie ökonomische Lenkungsinstrumente wie Steuern und Abgaben für gefährliche Chemikalien und EDCs eben auch einführt, so, ebenso wie eine risikobasierte Pestizidabgabe. Dann wollen wir gerne, dass EDCs in Alltagsprodukten und vor allem in Produkten für Schwangere und Kinder verboten sind. Dann soll es eine Machbarkeitsprüfung geben von weiteren nationalen Verboten von EDCs in Produkten. Und wir fordern ein Verbot von endokrinen Pestiziden und Bioziden zur Reduzierung der Rückstände in Lebensmitteln und Innenräumen. Also es gibt hier schon auf EU-Ebene eine Regulierung, aber wie Susanne uns das schon vorhin vorgestellt hat, die funktioniert leider noch nicht so gut, wie sie sollte. Was wünschen wir uns noch oder was fordern wir noch von der Bundesregierung? Es soll keinen Einsatz mehr von chemisch-synthetischen Pestiziden und Bioziden für Laien möglich sein, zum Beispiel zu Hause im Kleingarten oder im Garten oder in Innenräumen. Unser Trinkwasser muss besonders geschützt werden. Auch hier sollen keine verdächtigen oder identifizierten EDCs mehr vorkommen. Wir hätten gerne weniger Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und auch auf öffentlichen Flächen, wo natürlich Regulierungsbehörden oder Kommunen sehr viel mehr machen können. Reduktionsmaßnahmen von Biozidprodukten und biozidbehandelten Gegenständen im öffentlichen Raum und in kommunalen Einrichtungen. Hier fordern wir eindeutige Reduktionsmaßnahmen. Dann agiert natürlich Deutschland auch auf EU-Ebene und hier wünschen wir uns doch ein deutlicheres, progressiveres Verhalten der Bundesregierung, vor allem keine gegenseitigen Blockaden von zum Beispiel Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, also wo man sagen muss, das Landwirtschaftsministerium blockiert hier. Da brauchen wir auf EU-Ebene eine einheitliche Identifizierung von EDCs, eine einheitliche Kennzeichnung von EDCs und wir möchten auch ein Verbot von EDCs in Produkten des täglichen Bedarfs wie Textilien, Kunststoffartikeln und vor allem in Artikeln für Säuglinge und Kleinkinder. Es dürften auch keine EDCs in Nachhaltigkeits- und Umweltlabeln vorkommen, also zum Beispiel im EU-Eco-Label oder auch in anderen Umweltzeichen. Und es soll zügig endlich die Anforderungen für Pestizide und Biozide umgesetzt werden. Ja, und bis all das endlich passiert ist, brauchen wir natürlich die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich selbst zu schützen. Und das geht nur mittels einer Informationskampagne für alle, die mit Kindern leben und arbeiten. Mit dem Ziel der Expositionsreduktion. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass zum Beispiel Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, alle, die mit Kindern leben, also Großeltern, Eltern, sonstige Betreuungspersonen, dass die einfach aufgeklärt sind, wie kann ich denn tatsächlich so leben, dass ich weniger EDCs ausgesetzt bin. Auch eine Informationskampagne und Weiterbildung für Ärzte, Ärztinnen, Hebammen und andere GesundheitsexpertInnen wäre sehr wichtig, damit die wiederum ihre Patienten und Patientinnen aufklären können. Wir wissen, dass zum Beispiel in Belgien sehr viele Aktionen gemacht werden von Krankenkassen. Das fehlt zum Beispiel in Deutschland noch komplett. Und wir fordern, dass die Förderung des Konzepts der EDC und pestizidfreien Kommunen und Städte gefördert wird. Hier kann noch weitaus mehr getan werden.
Beim Thema Transparenz geht es im Prinzip darum, dass wir wissen, was in unseren Produkten ist. Und nicht nur wir als Verbraucherinnen, sondern auch Produzenten entlang der Lieferkette. Das heißt, wir brauchen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von EDCs in Produkten. Wir brauchen auch ein Verbot von EDCs auch in recycelten Materialien. Da ist es oft besonders schwer, die Inhaltsstoffe zurückzuverfolgen. Wir brauchen eine Deklarationspflicht für Produzenten und Handel. Und um all das zu gewährleisten, brauchen wir die Veröffentlichung einer Liste von EDCs und potenziellen EDCs, damit sich alle entsprechend informieren können. Andere Länder haben so eine Liste schon gemeinsam erstellt. Deutschland ist dieser Initiative noch nicht beigetreten. Generell muss das Auskunftsrecht von Verbraucherinnen gestärkt werden und auch implementiert werden. Zahnlose Papiertiger nützen uns nichts. Am Schluss fragen wir uns noch, was kann man tun hinsichtlich Forschung und Innovation? Einmal sollte die klassische Risikoabschätzung von Einzelsubstanzen durch eine gefahrenbasierte Bewertung von ganzen Substanzgruppen, einem sogenannten Grouping, ersetzt werden. Das heißt, wir schauen uns nicht mehr jede einzelne Chemikalie an, nicht mehr BPA, also Bisphenol A, Bisphenol S, Bisphenol F, sondern die ganze Gruppe Bisphenole. Damit kommen wir regulatorisch sehr schnell, viel schneller voran, als wenn es immer nur ein 1:1 Nachverfolgung ist oder Regulierung. Dann brauchen wir eine Aktualisierung von Prüfverfahren und Screening-Methoden und vor allem die Förderung von Alternativen, die vor allem sicher sein sollen und nicht, wie ich gerade eben geschildert habe, nicht Bisphenol A durch Bisphenol S ersetzen, das auch sehr problematisch ist. Wir müssen schädliche Alternativen vermeiden. Und dazu gehören zum Beispiel auch Alternativen, die nicht unbedingt Chemikalien, also im Sinne eines Wirkstoffs, enthalten. Dazu möchte ich nur das Schlagwort biologische Landwirtschaft in den Raum werfen. Aber es gibt auch sehr einfache Dinge. Das typische Beispiel ist immer, statt des chemischen Läusemittels einen Nissenkamm benutzen. Nur damit man sich das illustrieren kann, was wir uns hier vorstellen können. Ja, das war's schon. Es war ein schneller Ritt durch unsere Forderungen. Sie können sich gerne hier auf dieser Webseite, auf der Webseite Hormongifte stoppen informieren. Wir haben alle noch unsere eigenen Webseiten, wo Sie mehr Informationen finden können. Und ich möchte auch noch mal mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute das im chemiepolitischen Mittagstalk vorstellen konnten. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei den ganzen Erstunterzeichnern, wovon einige Vertreter von NGOs auch hier sind. Das ist zum Beispiel BUND, Greenpeace, DUH, Ökologischer Ärztebund, Chemtrust und so weiter. Sie können auch diese Liste der Erstunterstützer auf unserer Website finden. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich und hoffe, wir sind schön brav in der Zeit geblieben und gebe weiter an den Wolfgang. Ja, vielen Dank, Alex. Ja, seid ihr. Herzlichen Dank dafür. Hat alles super funktioniert. Und es sind auch eine ganze Menge Fragen hier so eingetrudelt. Ich würde mal versuchen, mal mit den, behaupte ich jetzt einfach mal, einfacheren Sachfragen anzufangen. Die allererste Frage, die uns erreicht hat, ist, ob sich dann Mikroplastik und wahrscheinlich ja auch in großen Mengen dann mittlerweile auch an Sandstränden findet. Und ich vermute, die Frage bezieht sich auch darauf, ob dann eben in Mikroplastik auch gebundene EDCs an Sandstränden nachgewiesen werden können. Ich behaupte jetzt mal, das ist eine Frage für Sascha, unsere Frau für alles. Weil wir haben noch eine ganze Menge Fragen dann auch an die anderen beiden Referentinnen. Sascha, bitte. Ja, danke sehr. Ja, wir wissen, dass in viele Plastiksorten EDCs drin sind, ja, Bisphenole, Phthalate und so weiter.
Ob die jetzt auch noch im Mikroplastik übrig geblieben sind, teilweise ja, wissen wir von Einfluss auf Tierwesen. Aber ob man dafür jetzt als Mensch ein Risiko hat, das glaube ich eher nicht. Aber das kann ich nicht sagen, das müssten wir sicherlich nochmal überprüfen lassen. Auf jeden Fall ist es so, dass man, ja, dass in viele Plastike leider EDCs immer noch da sind und man hat natürlich viel mehr direktes Kontakt, wenn man Spielzeug kauft mit solchen EDCs drin, aus Plastik zum Beispiel. Gerade weil oft Kinder, da steht dann dazu, man sollte vielleicht das nicht öffnen und das in den Mund stecken. Aber Kinder kann man ja nicht sagen, dass sie etwas nicht kaputt machen sollen und nicht in den Mund stecken sollten. So, das sind alles nochmal Regeln, die dann oft die Kinder nicht genügend schützen. Und deswegen brauchen wir wirklich ein viel strengere Gesetzgebung, die diese EDCs ganz und gar aus die Produkte wegnimmt, so wie die Alex gerade schon erzählt hat. Vielen Dank, Sascha. Dann haben wir eine ganze Reihe von Fragen, die im Wesentlichen danach gestellt sind, wo man noch mehr Informationen herkriegen kann und vor allem auch Informationen, mit denen so Leute wie ich zum Beispiel auch, also arm und alleingelassene Verbraucher und Verbraucherinnen, was anfangen können. Dazu kann ich gleich einen Hinweis geben. Es ist auch schon im Chat aufgetaucht. Es gibt tatsächlich eine App, die, mit der man Barcodes einscannen kann und die einen dann über giftige Stoffe in Produkten aufklärt. Das ist vom Bund für Umwelt und Naturschutz, vom BUND, der sehr gerne genommene und wirklich hervorragend gemachte ToxFox heißt das. Wir können gleich auch nochmal den Link zu der Webseite, wo man den auch downloaden kann und so weiter, posten. Ob der jetzt nochmal speziell auf EDCs hinweist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass EDCs da mit abgefragt werden, auf jeden Fall, und es auch darauf hingewiesen wird. Genau, der zweite, und da gebe ich nochmal kurz an Sascha, weil das ist ja auch ein hervorragend gemachtes Infoportal, ist ein Angebot vom WECF, nämlich die Nestbau.info-Webseite, wo es ein bisschen spezielleres Thema geht, aber was natürlich für Verbraucherinnen und Verbraucher auch allgemein nützlich ist. Sascha, vielleicht sagst du da noch mal kurz was dazu und dann habe ich gleich eine Frage für Susanne. Danke sehr. Ja, genau. Wir haben in den Chat jetzt den Link zu unserem Nestbauprogramm reingestellt. Da gibt es für allgemeine Benutzer von Produkten schon sehr viel Informationen, gut zu wissen Informationen. Leider ist es sehr schwierig, alle Chemikalien in eine App zu bringen, aber es gibt natürlich den ToxFox, wir haben auch eine App, wir haben viele Dokumente dazu, aber hierzu ist es wirklich wichtig, dass wir nochmal wieder die Gesetzgebung verbessern. Es kann ja nicht sein, dass wir als Konsument erstmal 1000 Studien lesen müssen, bevor wir uns ein sicheres Spielzeug für unser Kind kaufen können. Ja, so natürlich tun wir unser Bestes und geben schon über unsere Website, so wie die Kolleginnen auch von HeSupport etc. viele Informationen, aber so sollte es nicht sein. Wir müssen einfach von der Regierung die Gesetzgebung haben, die dafür sorgt, dass diese Produkte einfach nicht mehr in unser tägliches Umfeld und Produkte reinkommen. Danke. Vielen Dank. Und dann wie angedroht, ich glaube, das ist eine Frage für Susanne, behaupte ich jetzt einfach mal. Und zwar eine sehr spezifische. Im letzten Jahr wurde eine neue EU-Verordnung zur Wiederverwendung von kommunalem Abwasser zur Bewässerung in der Landwirtschaft erlassen. Und jetzt ist die Frage, ob du weißt, ob in dieser Verordnung, im Rahmen dieser Verordnung auch EDCs mit in den Blick genommen wurden. Oder ob du vielleicht sonst was noch mal ein bisschen ausführen möchtest zum Thema allgemein EDCs in der Landwirtschaft und vielleicht aber wirklich in der Verbindung dann auch zu Trinkwasser und Wasserversorgung. Also ich glaube, man muss noch mal klarstellen, das ist regulativ, also von offizieller Seite, nur ein paar Stoffe bislang wirklich klassifiziert worden sind als EDCs. Das liegt an einer jahrelangen Verschleppung, dass es überhaupt Kriterien, Testverfahren gab. Wie gesagt, bei den Pestiziden, da sind welche jetzt in der Prüfung, aber es gibt keine Website, die sagt, die sind in der Prüfung und die sind EDCs. Es gibt für REACH-Chemikalien, zum Beispiel Bisphenol A und andere, gibt es eine Datenbank, da kann man hingucken. Alex, vielleicht kannst du die REACH
den Link da ins Netz stellen. Wir hatten da gestern noch mal drüber gesprochen. Es wurde auch gechattet, die ID-List.org. Da haben sich 5, glaube ich, Mitgliedsländer zusammengetan und haben eine Information, was wird gerade geprüft, welche Stoffe sind bereits als EDCs identifiziert. Das bezieht sich aber auch eben nicht auf Pestizide, sondern nur auf Biozide und Industriechemikalien. Und bezeichnend ist, dass in dieser Gruppe von Mitgliedstaaten Deutschland nicht dabei war. Es wäre also an der Zeit, dass Deutschland sich vielleicht da auch einbringt. So, wir haben also viele verdächtige Stoffe, einige identifizierte. Und deswegen gibt es noch keine regulative Ebene, zum Beispiel zu Abwässern oder zu Trinkwässern, die das spezifizieren. Es gibt natürlich, was Gewässer angeht, Regeln zu Trinkwassergrenzwerten von Pestiziden und Bioziden, zu den erlaubten Leveln im Grundwasser. Vielleicht können die Industriechemikalien, kann Sascha und Alex da noch was sagen. Aber es gibt halt eben noch nicht eine fertige, finale Liste dieser Stoffe aufgrund dieser Verschleppung und Verzögerung. Und deswegen muss das in Gang kommen, erstmal diese Stoffe auch zu regulieren, beziehungsweise auch schon Maßnahmen ergreifen bei Stoffen, die verdächtig sind. Also wo in vitro, in Zellkulturen oder eben in Tierexperimenten Anhaltspunkte sind, dass sie so wirken. Das wäre jetzt ein wirklich wichtiger Schritt, jetzt schon da aktiv zu werden und nicht erst jahrelang zu warten. Zum Beispiel Pestizide, da darf die Pestizidindustrie darf jetzt quasi 30 Monate Zeit sich nehmen, um überhaupt die Testverfahren durchzuführen. Und es geht dann immer weiter um Zeitgewinn, Zeitgewinn, Zeitgewinn in diesem Kontext. Das sehen wir jetzt auch schon viele Jahre lang. Danke, jetzt würde ich mal, Entschuldigung, vielen Dank, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sondern jetzt auch mal Alex zu Wort kommen lassen. Susanne hatte dir ja gerade schon ein paar Hausaufgaben gegeben. Vielleicht darf ich noch ein paar dazu packen. Zum einen hatten wir die Frage nach Synergien von einzelnen EDCs, ob die überhaupt schon im Prüfverfahren anständig berücksichtigt werden oder überhaupt berücksichtigt, ob das auch wirklich berücksichtigt werden kann und wenn ja, wie. Und ob du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen kannst, welcher Anteil von EDCs absichtlich sozusagen aus produktionstechnischen Gründen vielleicht in Produkte gelangt und ob es auch EDCs gibt, die da gar nicht rein sollen, auch aus Produzentensicht, aber aus unerfindlichen Gründen doch irgendwie dann in diesen Produkten auftauchen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe schon mal den Link reingestellt zur Europäischen Chemikalienbehörde und dem ED-Assessment. Man muss auch unterscheiden, die Regulierungen machen Unterschied, ob wir es mit einem Pestizid, einem Biozid oder einer anderen Chemikalie zu tun haben. Die anderen werden alle in REACH behandelt. Da wiederum wird dann nochmal ein Unterschied gemacht. Handelt es sich um Chemikalien in bestimmten Produktgruppen? Für die gibt es nämlich dann nochmal extra Regulierungen, wie zum Beispiel Spielzeug oder Kosmetik. Prinzipiell stehen wir vor dem ganz großen Problem, dass wir nicht wissen, was in Produkten drin ist. Also wir wissen es weitgehend bei Kosmetika, weil es da eine Deklarationspflicht gibt. Wir wissen es nicht für alle anderen Produkte. Es gibt eine Auskunftspflicht der Hersteller, aber nur für eine bestimmte Anzahl an Chemikalien, die auf der REACH die als Substances of Very High Concern gelten, also als besonders besorgniserregende Substanzen. Und für alles andere gibt es das nicht. Die Europäische Chemikalienbehörde wird bald auch für Verbraucherinnen eine Datenbank haben, die nennt sich SIP-Datenbank. Und da wird man dann in Zukunft für sehr viele Produkte sehr viele Inhaltsstoffe recherchieren können. Die ist aber noch nicht fertig. Aber das ist ein großer Schritt nach vorne und wir begrüßen ihn sehr. Zu den Inhaltsstoffen, die absichtlich drin, also wir müssen auch hier unterscheiden, einmal gibt es Inhaltsstoffe,
die einfach durch das Material bedingt sind, wie zum Beispiel Bisphenol A im Polycarbonat. Das kann es nicht geben ohne Bisphenol A. Dann gibt es Stoffe, zum Beispiel über Plastik, die als Zusatzstoffe dazugegeben werden, um eine bestimmte Eigenschaft zu erreichen. Und dann gibt es noch Stoffe, die durch die Produktion die entstehen und die nicht intentional sind. Und wie hoch welcher Anteil und welche Stoffe bei welchem Produkt wie entstehen, das wissen die in der Regel nicht. Das weiß der Hersteller. Aber wir als normale Verbraucherinnen wissen sowas nicht. Es gibt natürlich Verbrauchertests wie Ökotest, wo man manches nachlesen kann. Aber ja, wie gesagt, da gibt es ein ganz großes Problem. Und das haben nicht nur wir, die bestimmte Stoffe vielleicht gerne vermeiden möchten in unserem Alltag. Das haben auch Regulatoren, die einfach auch mehr Daten bräuchten, um ordentliche Gesetze zu machen. Und hier fehlt es oft an der Bereitschaft der Hersteller, diese Daten einfach preiszugeben. Da wird sich dann auf das Geschäftsgeheimnis berufen, obwohl wir international zwar in einem unverbindlichen, aber nichtsdestoweniger in einem vereinbarten Dokument sagen, dass Stoffe, die die Gesundheit oder die Umwelt schädigen, nicht unter das Geschäftsgeheimnis fallen dürfen. Also hier sehen wir noch einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf. Und dann kann ich hoffentlich auch solche Fragen beantworten. Ohne, dass wir hier Unsummen für Produkttests ausgeben müssen. Ganz kurz, Susanne, ich möchte noch anführen, es gibt eine interessante Studie zu Plastik, wo man Lebensmittel, also wo man bestimmte Plastik-Alltagsprodukte getestet hat. Und da hat man eine sehr hohe Anzahl an Chemikalien gefunden, von denen man gar nicht weiß, was es überhaupt ist. Also sie konnten nicht mal benannt werden. Also hier, finde ich, zeigt sich sehr stark, wie groß dieses Problem eigentlich ist. So, Susanne. Vielen Dank. Stopp, Susanne. Du darfst gleich. Ich gebe dir noch eine Frage mit auf den Weg, und zwar die hier noch im Chat aufgetaucht ist. Du hast ja wahrscheinlich gelesen, dass EDCs eben auch entwicklungsneurotoxisch wirken können. Und dass die Frage ist, ob Tests dazu bei Bioziden freiwillig seien, aber bei Pestiziden eben nicht. Das kannst du wahrscheinlich relativ schnell beantworten. Vielleicht kannst du das noch mit einpacken in die, ja, in das, was du gerade sagen wolltest. Ich überlege gerade. Also nochmal zur Kombinationswirkung. Bei EDCs ist das wirklich ein ganz wichtiges Thema. Wenn man Gemische hat und zwei, drei Stoffe wirken alle auf Östrogen oder Testosteron oder auf Schilddrüsenhormone, dann macht das additive Effekte. Das ist ganz wichtig. Ein großes Forschungsprojekt hat das auch herausgefunden und gesagt, also wenn man immer die Einzelsubstanz sieht, unterschätzen wir die Gefahren, die Risiken. Und wir brauchen unbedingt Abschätzung der Gemische, wo Menschen oder auch Tiere mit ausgesetzt sind. Und zum Beispiel bei Pestiziden, Bioziden ist das mit in der Gesetzgebung mit drin, sofern es Testverfahren dafür gibt. Das ist dann immer die Einschränkung. Also hier muss auch wirklich nochmal nachgelegt werden, auch in den Prüfverfahren, zu sagen, es geht nicht, immer diese Einzeltestung zu haben. Bei EDCs ganz wichtig, Kombinationseffekte. Und das Zweite, meines Erachtens werden in beiden Fällen, bei Pestiziden und Bioziden, entwicklungsneurologische Effekte geprüft, aber eben sind eben keine Ausschlussverfahren. Das wird zum Beispiel zusätzlich geprüft, und dann kann es sein, wenn man zum Beispiel bei einem Pestizid das feststellt, dass es zu den sogenannten Substitutionskandidaten dann zählt. Das heißt, es gibt ein Statement, dass eigentlich irgendwann, wenn Alternativen zur Verfügung stehen, diese Substanz ausgetauscht werden sollte. Da gibt es dann aber sehr komplexe Bewertung und Anhörungsverfahren, und es gibt immer wieder sehr viele Gründe, warum ausgerechnet diese Substanz unabkömmlich ist unter den Pestiziden oder auch Bioziden. Also
Das wird geprüft, aber man muss auch sagen, nicht jede neurologisch oder kanzerogene oder mutagene Substanz hat auch im Ursprung einen endokrinen Effekt. Deswegen ist es wichtig, an verschiedenen Wirkpunkten zu prüfen. Ja, das ist von meiner Seite. Susanne. Wir haben, glaube ich, wirklich alle Fragen aus dem Chat erstmal beantwortet. Ich möchte aber Sascha noch eine kleine Bühne bauen. Sascha, ich weiß, dass du dich ja auch viel in globalen und internationalen Zusammenhängen bewegst, ne? Also ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal gesehen irgendwo in New York. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auch noch mal was dazu sagen. Jetzt reden wir hier über die Regulierung, Verbot, Regulierung und so weiter von endokrinen Disruptoren in Europa oder in Deutschland. Wie sieht es denn da global aus? Gibt es da auch Dinge, die vielleicht die EU gar nicht selbst regulieren kann, sondern für die es eine globale Lösung braucht? Beziehungsweise wie groß ist denn dieses Problem? Ist das ein Wohlstandsproblem oder ist das ein Problem, was vielleicht auch Menschen im globalen Süden betrifft? Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen. Jetzt und weiß ganz ich nicht, zuletzt kommt dann Alex dran. Ja, bitte. Entschuldigung, Sascha, bitte. Ich glaube, mein Internet ist gerade schlecht. Okay. Ich würde lieber diese Frage dann zurückgeben an Alexandra und Susanne. Aber auf jeden Fall, die europäische Gesetzgebung hat eine weltweite Standard-Normsetzungsfähigkeit und ist deswegen extrem wichtig, dass wir es in Europa richtig machen. Aber natürlich brauchen wir mehr. Und dafür gibt es ja über die Vereinten Nationen die verschiedenen Chemikalien Konventionen und auch das SICEM-Prozess. Und ich denke, kann Alexandra und können die Alexandra und Susanne noch etwas mehr sagen, weil ich glaube, wir haben tatsächlich hier in München ein kleines Internetproblem im Büro. Es tut mir leid. Ja, das kenne ich. Es ist in Berlin nicht viel besser. Dann würde ich euch beiden nochmal das Wort geben, Alexandra und Susanne. Alles, was ihr noch unbeantwortet findet oder was ihr sonst noch sagen wolltet, bitte dann zum Abschluss, weil wir müssen jetzt auch so ein bisschen auf die Uhr schon gucken. Vielen Dank. Alex, fang doch du an. Okay, ich fange vielleicht damit an, dass ich mich sehr freue, dass wir hier heute so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben, denn wir arbeiten schon viele Jahre zu dem Thema und es zeigt nur wieder, dass das Thema immer mehr Zuspruch und Interesse findet. Und das ist sehr wichtig, denn EDCs sind eine ganz große Herausforderung unserer Zeit für Umwelt und Gesundheit. Und wenn wir in, ich weiß nicht, 40 Jahren dastehen und jedes Paar muss sich einer Behandlung unterziehen, um Kinder haben zu können, dann werden wir vielleicht an heute denken und uns überlegen, warum haben wir nicht schon früher gehandelt? Natürlich muss man auch dazu sagen, EDCs sind nicht der einzige Grund für Krankheiten. Da gibt es natürlich noch andere. Es ist ein Grund von mehreren. Ich glaube, das haben wir heute noch nicht gesagt, um es auch in die richtige Perspektive zu rücken. Aber sie sind ein wichtiger Grund und sie sind vor allem ein Grund, den man beheben kann. Ja, wir können hier was tun. Und wir fordern die Bundesregierung wirklich auf, hier deutlich mehr zu tun, mit anderen Ländern wie Frankreich gleichzuziehen, um uns zu schützen. Der größte Schaden wird vor der Geburt schon angerichtet. Ja, das ist die Gruppe, die wir am meisten schützen müssen. Und der Schutz der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist im Moment in aller Munde und wir sehen, wie wichtig der ist. Und das sollte auch in anderen Themenbereichen der Fall sein. Ja, und wir stehen sehr gerne zur Verfügung für weitere Gespräche, für Aktionen, für Vorträge. Wir sprechen gerne mit Regierungsvertretern und Vertretern der Behörden über dieses Thema. Und jetzt gebe ich noch weiter an Susanne. Ja, danke. Ja, das ist eigentlich ein guter Abschluss. Ich möchte noch mal ganz kurz auf zwei Aktionen aufmerksam machen. Wir haben in Deutschland gerade mit der sehr starken Chemieindustrie, Pestizidindustrie eine Verantwortung. Und es gibt von
von Pan und Nkota eine Petition stoppt Pestizid- oder Giftexporte. Die Stoffe, die hier schon, die Pestizide, die hier verboten sind in Europa, die sollen und dürfen nicht mehr gerade in Länder des globalen Südens exportiert werden. Und es gibt eine europäische Bürgerinitiative, Bienen und Bauern retten, und wir und viele andere NGOs engagieren uns da, dass wir in einen schrittweisen Ausstieg aus dem chemisch-synthetischen Pflanzenschutz schaffen. Da kann man auch gerne unterzeichnen. Und ansonsten schließe ich mich gerne Alex' Worten an und bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir stehen gerne für Fragen auch später dann noch zur Verfügung per E-Mail oder anderen Wegen. Dankeschön. Vielen Dank, Susanne. Dann darf ich mich auch zum Abschluss dieser Veranstaltung bei allen bedanken. Zunächst natürlich bei meinen Referentinnen. Das, was Sie gesagt haben, gilt natürlich auch für mich. Sie haben alle meine Kontaktdaten, weil sonst wären Sie nicht hier. Wenn Sie irgendwie Fragen haben oder direkt irgendwen kontaktieren möchten, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich möchte mich auch bedanken bei dem Team im Hintergrund, das hier nur in schwarz und mit weißer Beschriftung in Erscheinung getreten ist. Also bei Judith, Tom, Ramona und Ryan. Also es ist immer doch mehr Arbeit, als man denkt. Und ganz zuletzt möchte ich Sie natürlich auch einladen, bei unserer letzten Veranstaltung, bei der nächsten Veranstaltung mit dabei zu sein, die am 12. Mai stattfinden wird. Dann machen wir die Perspektive noch mal ein bisschen weiter auf sogar und gucken uns Chemikalien in Produkten noch mal genauer an. Warum brauchen wir da eigentlich mehr Transparenz? Da werden Sie dann auch wieder heute schon bekannte Gesichter sehen. Alex freut sich schon, dass er dann da wieder für Sie da ist. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für die wirklich große Resonanz, die wir hatten, und sage einfach schon mal Tschüss und auf Wiedersehen bis in 14 Tagen, und ich hoffe, dass wir möglichst viele von Ihnen dann wiedersehen. Auf Wiedersehen.